Wanderer bemerkten am Nachmittag des 26. Juli ein erschreckend starkes Fischsterben im Waldnabtal bei Falkenberg. Austretende Gülle nahe des Naturschutzgebietes war dort hunderten Fischen zum Verhängnis geworden. Obwohl die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr schnell reagierten und Gegenmaßnahmen ergriffen, sowie Helfer vor Ort viele Tiere in Regenwassertonnen in Sicherheit brachten, mussten an diesem Tag unzählige Fische in der Waldnaab verenden. Obwohl Ermittlungen der Polizeiinspektion Tüschenreuth zeitnah einen Verantwortlichen ausmachten, ist noch unklar, ob sich der Landwirt wegen des Straftatbestandes der Gewässerverunreinigung verantworten muss. Oberpfalz-Echo war an diesem Tag vor Ort, kann aber erst jetzt über die Geschehnisse berichten, weil aufgrund der laufenden Ermittlungen Hintergrundinformationen fehlten.